Hi, hier ist Infinity Jack. Und heute zeige ich euch, wie man mit Affinity Photo ein Bild bearbeitet, in dem es um Symmetrie und Minimalismus geht. Also ich war hier in Berlin unterwegs, das ist der U-Bahnhof Museumsinsel, und wollte eine ganz bestimmte Bildidee umsetzen, nämlich Minimalismus und Symmetrie. Wir sehen, dass es jetzt noch nicht symmetrisch ist, dazu kommen wir dann aber noch. Diese Symmetrie werden wir gemeinsam herstellen. Und in diesem Fall verstehe ich unter Minimalismus, dass eben auch keine Menschen drin sind. Also habe ich hier verschiedene Fotos gemacht. Ist nicht ganz so leicht, weil hier natürlich Menschen rumrennen. Ich zeige mal kurz so eine Auswahl, was ich so gemacht habe und dass eigentlich auch viel Schrott bei rauskommt. Aber so ist es eben. Lieber ein paar Bilder öfter machen und dann hoffen, dass eins dabei ist. Ich habe immer eine recht kurze Belichtungszeit genommen, die aber so lang ist, dass sie eben eine Bewegungsunschärfe erstellt. Also meine Bildidee war, dass ich genau das hier nicht habe, ein scharfes Bild von einer U-Bahn. Es sei denn, diese Tür wäre genau in der Mitte und wir hätten eine Symmetrie hier irgendwie, aber haben wir eben auch nicht. Insofern verwerfe ich diese Bildidee wieder und gucke, wo ist insofern eine Unschärfe drin, dass das Ganze aber wieder symmetrisch wirkt und interessant. Dazu gehört eben, dass die Tür, die hier eigentlich ist, möglichst in der Mitte ist, dass es hier natürlich weitergeht, das ist jetzt das Ende des Zuges. Also ist es alles nicht, bei Ausnahme von diesem Foto. Dieses Foto, finde ich, kann man hier als Basis nehmen. Hier ist die Tür tatsächlich in der Mitte. Hier ist sie leicht versetzt. Aus dem Bild kann man was machen, bin ich der Meinung. Und mit diesem Bild gehen wir jetzt rein in Affinity Photo. Nun ist das Foto aber nicht symmetrisch. Also das wird man auch selten so 100% symmetrisch hinkriegen. Und erst recht nicht, wenn man hier an so einem unruhigen Ort ist und man eigentlich in Eile ist. Insofern müssen wir jetzt diese Symmetrie selber herstellen. Dazu gibt es ein paar Werkzeuge, mit denen man sich behelfen kann. Das eine ist, dass dieses Lineal angezeigt wird. Bei wem das nicht angezeigt wird, geht man jetzt auf Ansicht und Lineale einblenden. Das zweite ist, ich möchte mir Hilfslinien raufziehen, die ich dann als Anhalt nehme, wo speziell die Linien verlaufen sollen, damit alles gerade ist. Damit diese Funktion aktiviert wird, gehe ich auch auf Ansicht und dann Hilfslinien einblenden. Und das dritte, was ich empfehle zu tun, ist Pixelraster einblenden. Und dann, wenn man diese Vorarbeit geleistet hat, dann ist das die Ausgangsposition, man sieht das Lineal und wir können uns Hilfslinien reinziehen. Und da fange ich mal mit der ersten Hilfslinie an. Ich möchte wissen, wo genau die Mitte ist. Dann gehe ich hier auf das Bewegen-Werkzeug, gehe dann auf das Lineal und ziehe einfach rüber. Dann kommt eine Hilfslinie. Da ich ja auch dieses Rastern aktiviert habe, zeigt er mir dann die Mitte an. Und die ist hier. Wir haben also unsere erste Hilfslinie und sehen, dass das Bild nicht ganz symmetrisch ist. Es ist leicht gekippt, leicht schief. Dann nehme ich gleich noch die nächsten Hilfslinien, und zwar nehme ich mal die Außenkanten der Pfeiler. Die gilt es dann nachher gerade zu stellen. So, nun habe ich mir so eine Basis geschaffen, mit der ich anfangen kann zu arbeiten. Das erste Werkzeug ist ein Live-Filter Perspektive. Ich gehe also auf Live-Filter und dann auf Perspektive. Zieh das mal ein bisschen hier raus, damit man es besser sieht. Und jetzt versuche ich erstmal im ersten Schritt, das hier gerade zu kriegen. Also wir werden jetzt ein paar Mal nacharbeiten müssen. Zoome mal ein bisschen raus, fasse hier den Eckpunkt an und kann jetzt das Ganze gerade ziehen. So ungefähr ist es gerade. Es wird sich gleich sowieso wieder verändern, denn wenn ich das jetzt auf der anderen Seite auch tue, wird sich das hier wieder verändern. Also man muss ein paar Mal nachsteuern. So, jetzt wäre das gerade, das ist jetzt nicht mehr gerade. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich achte jetzt da drauf auf den Verlauf hier oben. Das stimmt jetzt nicht mehr überein, das ist nicht symmetrisch. Ich muss jetzt also weiter rüberziehen. Und jetzt dürfte es in etwa symmetrisch sein. Also man muss nachher wesentlich genauer arbeiten. Fürs Video gehe ich jetzt mal ein bisschen grobschächtiger ran. Und wenn ich jetzt gucke auf diese Fugenlinien, dann sind die eben auch nicht gerade. Das bedeutet, ich nehme diesen Ankerpunkt und ziehe den ein bisschen runter, bis dieser Bereich gerade ist. Also das ist in etwa so die erste Ausrichtung, aber wir sind noch nicht fertig. Was noch nicht ganz gerade ist,
ist diese Linie. So, nun ist diese Fuge nun ausgerechnet auch relativ in der Mitte. Also es fällt dann am ehesten auf, dass es nicht symmetrisch ist, weil die ja leicht nach rechts wandert. Wie kann man das verändern? Dafür gibt es auch einen Live-Filter. Ich muss wieder die Ursprungsebene, das Ursprungsbild aktivieren und nehme dann den Live-Filter Gitterverzerrung. Ich kann jetzt an den Eckpunkten anfassen und das Ganze verzerren. Hier will ich aber gar nichts verändern. Ich will neue Punkte setzen und dazu nehme ich mal genau die Mitte. Ein Doppelklick auf die Mitte und er setzt einen solchen Punkt. Und dann geht es mir darum, diesen hier zu bewahren. Das heißt, hier gehe ich auch auf die Kante, Doppelklick, setze einen Punkt. Und das Ganze können wir jetzt auch gleich nochmal hier unten. Und jetzt fange ich an, das Ganze etwas zu ziehen. Und wie man sieht, zieht sich diese Linie jetzt gerade. Da man am Ende natürlich wieder für neue Verzerrungen sorgt, muss man aufpassen, dass das Ganze am Ende noch gut aussieht. Aber ich glaube, wir kommen hier schon in den Bereich, dass es gut aussieht. Ich sag mal fertig und finde, ja, es ist deutlich besser. Es ist jetzt noch nicht ganz perfekt, wenn ich das hier so sehe, aber fürs Video würde ich jetzt mal aufhören. Ihr habt verstanden, worum es geht. Man hat jetzt die Linien gerade gezogen. Die Hilfslinien benötigen wir jetzt nicht mehr. Also gehe ich hier wieder rauf und ziehe die mir einfach raus. Jetzt, wo das Bild ausgerichtet ist, fehlt natürlich immer noch was für die Symmetrie, nämlich die rechte Seite sieht anders aus als die linke. Hier ist eine Bank, hier ist ein Mülleimer und hier ist ein Schild. Um das zu entfernen, mache ich es mir ganz leicht, denn es geht ja um Symmetrie. Ich werfe mal kurz einen Gedanken ein. Symmetrie bedeutet ja, wir würden hier eine Linie in der Mitte ziehen, so wie wir eben die Hilfslinie hatten, würden meinetwegen die rechte Seite kopieren und einmal spiegeln und hier rübersetzen. Dann hätten wir ja eine perfekte Symmetrie. Das kann man sicherlich machen und ein bisschen was von dieser Methode werde ich jetzt auch gleich zeigen. Aber insgesamt möchte ich so nicht vorgehen. Insgesamt möchte ich das Foto tatsächlich noch als Foto, was eben auch eine linke Seite hat, bewahren. Auch wenn man damit nicht eine hundertprozentige Symmetrie erreichen wird, weil natürlich die Fliesen und alles ein bisschen anders aussehen. Also ich habe jetzt die Absicht, diesen Teil hier rüber zu kopieren. Dazu werde ich jetzt diese Ebene einmal kopieren mit Command und J. Und jetzt folgendes Problem. Ich habe natürlich diese Verzerrung und diese Perspektivebene mit hier drauf. Wenn ich jetzt daraus Auswahlen erstelle, was ich ja gleich machen werde, dann verzerrt es sich wiederum so auf den Ursprungszustand. Da kriegt man seltsame Ergebnisse. Also Rechtsklick und Rastern. Rastern heißt, alles wird zu einer Ebene. Und damit kann ich jetzt hier eine Auswahl erstellen, ohne dass die sich verzieht. Ich nehme also das Rechteck-Auswahlwerkzeug, gehe jetzt hier mal so ein bisschen näher ran, dass hier oben recht dunkel ist, sieht man es nicht so ganz genau, und nehme hier eine Auswahl, indem ich hier so runtergehe. Auch an dieser Auswahl sieht man schon, ich habe es noch nicht hundertprozentig gerade, das müsste man sonst eigentlich machen. Jetzt kopiere ich mir diese Auswahl, Command und C, Command und V, auf eine extra Ebene. Die Auswahl kann ich abwählen mit Command und D. Und nun habe ich diese Auswahl auf eine extra Ebene. Gehe auf das Verschieben-Werkzeug und ziehe sie mir hier rüber. Was jetzt nicht hinhaut, ist, es muss ja gespiegelt werden. Also gehe ich auf Anordnen und Horizontal spiegeln. Jetzt passt es. Jetzt ziehe ich es mir noch so hin, dass es wirklich passt und habe von daher jetzt für Symmetrie gesorgt. Nehme jetzt mal die ganze Ansicht und jetzt stimmen hier natürlich die Übergänge nicht. Das bedeutet, ich lege hier eine Maske rauf. Dann nehme ich mir einen Pinsel, Farbe schwarz, mache den möglichst weich und pinsele jetzt mal hier diese Übergänge, die hier nicht passen, raus. Was jetzt noch nicht ganz passt, hier ist eine Kamera. Die möchte ich entfernen, denn die ist ja auf der anderen Seite nicht. Und da könnte ich jetzt sicherlich die gleiche Methode wählen, einfach was von rechts nach links rüber kopieren und spiegeln. Das könnte man im Zweifel so machen, aber ich probiere mal, ob es auch mit Wegklonen geht. Das Ganze mache ich auf einer neuen Ebene. Nehme das Restaurationswerkzeug. Der Modus muss sein, aktuelle Ebene und darunter. Und mal jetzt mal über diese Kamera und mal sehen, ob ihr findet die Foto, die entfernen kann. Kann's. Hat allerdings eine Fuge gezeichnet, die ich nicht haben will. Probiere ich mal, ob es im zweiten Anlauf verschwindet. Tut's nicht, ist auch nicht schlimm. Dann wechseln wir das Werkzeug von Restauration auf Klonen und nehmen einfach eine Information, die direkt daneben ist und kopieren die rüber. Also Optionstaste, Quelle auswählen, loslassen und dann einmal hier runterziehen
Und weg ist es. Jetzt gucken wir uns das ganze Bild mal an. Jetzt haben wir das Bild ausgerichtet und alles ist symmetrisch. Dann würde ich jetzt mit der Bildbearbeitung beginnen. Dazu würde ich mal alle Ebenen zusammenfassen, also einen Screenshot machen. Sichtbare zusammenlegen. Und auf dieser zusammengefassten Ebene würde ich jetzt die Bearbeitung vornehmen. Das erste, was mir auffällt, ist, dass der Weißabgleich nicht stimmt. Ich finde das Bild deutlich zu warm. Insofern nehme ich eine Anpassungsebene Weißabgleich und ziehe das Ganze jetzt mal deutlich kälter. Sagen wir mal ruhig recht stark bis hierhin. Zeig mal ein Vorher-Nachher. Ja, gefällt mir schon besser. Jetzt würde ich mich mal der Farbe des Zuges widmen. Der sieht hier relativ orange aus, ist aber eigentlich mehr gelbfarbend. Dazu muss ich also Farbanpassung vornehmen, die ich aber nur auf den Zug anwenden will und nicht auf den Rest. Insofern brauche ich eine Auswahl des Zuges. Warum hebe ich das jetzt so hervor? Denn wir haben ja die ganze Zeit über ein Affinity Photo diverse Auswahlwerkzeuge, wie den Auswahlpinsel oder eben auch den Stift. Aber wir haben jetzt in dieser Version etwas Neues. Wir haben eine KI-Auswahlmethode. Und zwar das hier, was für mich aussieht wie so eine Eule. Objektauswahl. Gehen wir mal darauf. Dazu ist wichtig, dass das Originalbild aktiviert ist. Wir sehen schon, wenn wir den Mauszeiger drüber halten, erstellt der automatisch, also der erkennt Bereiche und daraus erstellt er eine Auswahl. Also, mache ich mal. Ich werde jetzt diesen Teil jetzt hier mal markieren und er hat eine Auswahl von dem Zug. Jetzt bin ich in dem Modus hinzufügen. Damit bleibt also diese Auswahl und gleich noch den nächsten, der dazu kommt. Und da brauche ich noch das letzte Stück. Persönlich finde ich sensationell, wie schnell er diesen Zug erkennt und habe jetzt die Möglichkeit, Farbanpassung nur auf diesem Bereich zu reduzieren. Da fange ich erstmal an, aktiviere mal wieder diese Ebene, fange ich erstmal an mit HSL und sage, er soll die gelbe Farbe nehmen, aber eigentlich so richtig gelb ist es ja nicht, soll es ja mal werden. Das heißt, ich gehe mit der Pipette rein. Ich gehe hier rein. Der verschiebt das Ganze. Das wäre jetzt also der Farbbereich, wo jetzt meine Änderungen sich auswirken. Und jetzt versuche ich mal das Ganze mehr ins Gelbe zu verschieben. Das mache ich mal so. Allerdings kriegt das jetzt so einen Grünstich. Muss ich mir nochmal angucken. Gebe ich ein bisschen mehr Sättigung rein und auch ein bisschen mehr Helligkeit. Was man noch machen kann, dass man hier noch mehr von diesen Rottönen mit reinnimmt. Verändert sich aber nicht wirklich. Also, es ist schon besser, aber es ist mir zu grünstichig. Insofern probiere ich mal gleich das nächste, die selektive Farbkorrektur. Also die Auswahl bleibt aktiviert und dann nehme ich jetzt die selektive Farbkorrektur. Dort will ich die Gelbtöne verändern. Und sage mal, der Cyananteil soll raus. Ja, so gefällt es mir schon viel besser. Und ein bisschen weniger Magenta-Anteil. Da darf man es jetzt nicht übertreiben, dann geht es wieder zu sehr ins Grün. Aber so ein bisschen Magenta-Anteil möchte ich raus. Und ich glaube, wenn ich hier gelb verändere, tut sich wahrscheinlich nichts. Nein, da tut sich nichts. Aber damit habe ich jetzt den Zug deutlich gelber gemacht. Also ich wähle die Auswahl mal ab und zeige mal hier ein Vorher-Nachher bezüglich der Farbe. Jetzt ist er wieder so, wie ich es eigentlich vorhatte. Und der Zug soll ja vor allen Dingen ja auch ordentlich rauspoppen. Jetzt möchte ich, dass der Betrachter mehr noch Richtung Fluchtpunkt guckt und dazu gehört, dass man die Bereiche unten und oben etwas abdunkelt. Also, ich nehme jetzt eine Belichtungsebene und ziehe das Ganze etwas dunkler und mit dem Verlaufswerkzeug male ich dieses Dunkle genau in diesen Bereich rein und das Gleiche mache ich nochmal oben. Jetzt guckt man automatisch mehr in diesem Bereich. Im Prinzip wäre ich eigentlich schon fertig. Ich sehe aber gerade, dass mir dieser Bereich doch noch zu warm ist. Hier sind so ein bisschen so Rottöne drin. Ich glaube, ich nehme nochmal einen Weißabgleich. Teile ich mich jetzt gerade spontan dazu. Genau. Und ziehe nochmal. Ich glaube, bei diesem Motiv kann es ruhig ein bisschen kühler sein. Und was man auch noch überlegen könnte, ob man vielleicht doch nochmal das Ganze insgesamt ein bisschen heller gestaltet, indem man die Belichtung ein Stück hochzieht. Ja, doch, sieht besser aus. Also fertig ist mein Bild, in dem es um Symmetrie und Minimalismus ging, wo wir ein bisschen was wegklonen mussten und dazu das neue AI-Auswahlwerkzeug benutzt haben. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen inspirieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.